Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play World of Tanks. Ihr seht, wir haben heute wieder zwei Replays dabei und zwar, also hoffentlich zwei, wenn das zweite funktioniert. Und zwar in der ersten Runde sehen wir die M12, gespielt von Dustin567 aus keinem Clan, ne? Nee. Gut, wir starten dann mal rein. Er war ja unterwegs in der M12, der Signalartig der Amerikaner. Auf der Karte Prokhorovka im Begegnungsgefecht, okay. Ja, wir gehen mal schon mal in seine Sicht. Er hat hier 18 normale HE-Granaten dabei und zwei Premium-HE. Was können die denn eigentlich alle? Oh, da war ein Ufer draußen oder so. 700 Schaden, 39 Durchschlag mit der normalen HE-Granate. Ja, Betäubungsdauer ist zwischen 12,56 und 23 Sekunden beim Wirkungsbereich von 8 Metern. Und die Premium-HE hat auch 700 Schaden und 39 Durchschlag. Also gleich nochmal. Ja, Schaden ist gleich, nur die Betäubungsdauer ist länger. Ist auch gleich. Ja, nur der Wirkungsbereich ist 1 Meter größer. Okay. Ja, lohnen sich nicht wirklich, glaube ich, die Teile, wenn ich sie nicht so richtig sehe. Weil 1 Meter ist jetzt nicht so viel. Also ich würde sie nicht kaufen, aber ja, das wird schon wissen, was er macht. Und ja, fährt hier schon in Richtung K1, würde ich mal sagen. Oder K2, möglicherweise. Und ich habe auch beim nächsten Match gesagt, ne? Er ist unterwegs im 9er, 8er ist der Match, also Low Tier. Gegen Objektiv 05 mit Badget 25D und mit T95 in seinem Thema da dabei gehabt. Objektiv 57 ist Schroder T5 T30. So, bleibt er hier wohl stehen. Mal gucken. Da vorne kommen meistens irgendwelche, die dann da rumfahren wollen. Und der arbeitet hier in der, ja, wie heißt denn das? Keine Ahnung. In der alternativen Art hier an sich, dass man eben alles von der Seite sieht. Der kann ich persönlich gar nicht, weil ich immer nie genau weiß, wo die Schüsse hinfliegen. Ich immer lieber von oben. Aber da, Snapshot auf den 13 Minuten, die halt nicht funktioniert, das wäre natürlich auch geil gewesen. Aber leider hat RNG da Nein gesagt. Und die KP kommt da nicht drauf im Moment. Aber rechts auf dem Hill wäre natürlich ein Jagdmann, da unten noch etwas Dickes. Kurz noch da drauf. Ah, das war knapp. Das ist mein Lieblingsspruch bei Artis. 20 Schaden gemacht, aber hier ein bisschen gestunt. So, Haus ist schon mal weg. Jetzt hat er auch gleich nachgeladen, wo er da noch steht. Ja, er steht da noch ein bisschen weiter vorne. Ja, sehr schön. 343 Damage, der erste wirkliche richtig gute Treffer hier. Der Tiger P, den juckt das auch irgendwie nicht, der bleibt da weiter stehen. Also, warum muss man auch wegfahren, wenn schon die AD auch einschließt? Ja. Dann hast du Sture Emil gemacht. Oh, hier auf dem Hügel ist aber richtig Party. ISM, blöde T35, T50 mod 1 und IS. Uiuiui. Da ist schon wieder nachgeladen, meine Fresse, diese Nachladezeit. Irgendwie so 40 Sekunden gewohnt von meiner Art, also ich bin ja bei der 8er. Bei der gleichen Reihe. Wer ist denn die M? Achso, vielleicht ist ja M40 und 43. Ui. Wir sind schon 40 Sekunden Nachladezeit und macht auch nicht mehr Schaden als die hier, als ich auch meistens 300 Schaden. Das ist dann, ja, blöd, ne? Ah, da ist die ISM ein bisschen weit vorgefahren. Hat leider nicht getroffen. Und ja, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt unten links ein neues Overlay für den Panzer. Und das ist ein bisschen blöd, da sind jetzt die Overlays übereinander. Also da die Schadensanzeige. Na, hier, die man gemacht hat. Oder 225, die man gemacht hat. Und dahinter die, ich hab nichts gesagt, ich bin dämlich. Okay. Kann man wohl verschieden, das wusste ich gar nicht. Sachen gibt's. Das ist auf jeden Fall die Anzeige für die Gunmark hier. Ja, nur praktisch, wenn man was im Video zeigen will, dann sieht, ach, das wird markiert, kann man das vielleicht ziehen? Ja, das wäre supi. Hab ich nichts gesagt. Gut. Ah, da hat er ein bisschen zu weit hinten. Aber hier 417 Unterstützungs- oder Betäubungsschaden ist es ja. Der gar nicht mehr so unterstützt.
Oder gab es auch damals gar nicht. Oh, den könnte man vielleicht one-shotten. Blind. Ne, stand da nicht mehr. Oh, jetzt hier rechts war ein Objektiv 05 gespottet. Müsste auch theoretisch eigentlich aufgehen, wenn es wieder vorfährt. Die 30 soll es eigentlich aufkriegen dann. Na, Tür 1 ist super schön, der ist weicher. Da ist das Objekt. Ah, der ist das Treffen, genau, sehr schön. 117 und das muss er sich langsam verziehen, sieht er nämlich schon ganz richtig. Wir sind nämlich schon bald bei ihm. Eine Sekunde danach geladen, erstmal jetzt hier schön. So. 198. Ist okay. Für eine 7er Art, die beim 9er Panzer. Also, was macht der jetzt? Okay, so kann man natürlich auch fahren mit einer Arti, aber ob das jetzt gesund ist, weiß ich nicht. Irgendwie, da ist da die auch schon raus, ich dachte, jetzt war er offen. Erst der Arti hat schon reingeballert, also hier wird auf jeden Fall rechts in anderen Artis gefahren. Na, einfach hier rüber. Fett angeschossen vielleicht. So schnell weg, bevor die andere Arti noch reinholzt. Die haben ja auch zwei. Er fällt in die Mitte, ich glaube. Mit einer Arti. Ja, das ist auf jeden Fall, das kann man mal machen. Er ist auf jeden Fall ziemlich exotisch, also da rechnet glaube ich keiner mit. Ja, 25 Pilot 1, noch full life. Wahrscheinlich gleich nicht mehr, aber es ist der hässliche Felsen davor. Im Moment. Oh, da hat gerade was geschossen. Sehr schön. Gerade im richtigen Moment hingeguckt. Und jetzt rein. Im Marinja. Zack. Oh, da war zu weit links, glaube ich. Aber ich schätze mal, die Arti dürfte auf jeden Fall getroffen worden sein. Das ist natürlich schon Kaliber. Hat aber gerade schon kassiert vom T30. Seitlich von der Arti. Ja, 129 vermacht man natürlich als die Arti nicht so viel bei diesem Monstrum. Aber der wird jetzt hier von der 701 gecircelt. Und dann vom T30 herausgenommen. So, 10 zu 6 steht's. Das mit der Anzeige da oben. So, ist auch weg. Oh, liebe Leute. Oh, das sind geil schnell. Interface, bla bla bla. Dann kann man das. Grafik. Kein Interface-Editor, meine. Okay, so, jetzt hat er nochmal bleiben reingeschossen, da ist aber wieder nichts. Oder sie hat die Arti ist weggefahren, oder sie wurde einfach wieder nur besiegt. Das sind ja damit die einzigen so verpackt sind, aber wie gesagt. Na, hoffentlich wird es dann mal gepatcht bei Promod. So, 11 zu 8, jetzt guckt er Richtung Hügel. Haben wir als letzter IS gesehen. Und der Mod 1, denke ich mal. Oh, da ist der IS. Der dürfte das sein. Ja. Welches ist er? Sein erster Kill. Wir sind übrigens schon bei 1400 Schaden. So, das mit der 7er Arti. 1600 wären 8 und 1600. Voll groß Schaden. Ja, ne, wisst ihr, was ich meine. Unterstützt der Schaden durch Betäubung.
Ja, und eins ist offen, da kommt das aber glaube ich nicht drauf. Oha, jetzt haben wir die Art. Aim und. Ja, schön getroffen. Das wird es hier so machen. Habe hier schon mal wieder ein bisschen Schaden abgesahnt. 1700 Schaden, 2008. So, 9 Sekunden noch. Vielleicht schafft er das ja sogar. 5, 4. Oh, hat er verschossen. Und jetzt, komm. Yo! Sehr schön, der zweite Kill. Hat er noch 4 Granaten, also 2 normale und 2 Premium hat er noch dabei. Wäre so langsam knapp geworden, ne? Gut, 15 zu 9 gewonnen, 2480 Kills, 1700 Schaden. Klar, ja, auch knapp 1700 unterstützt. Beziehungsweise betäubt. Ist ja was anderes. Ach, guck mal, ich kann jetzt hier auch, kann ich auch hier normal. Oh, ist das schön. Also, ich spiele mal so, ne, dann sehe ich besser, wo die Gegner sind, als so. Aber wenn man so spielen kann, ist natürlich auch nice. Gut, ich weiche vom Team ab. Auf jeden Fall sehr schön gespielt. Mit einer Asi kann man ja so viel nicht rumfahren, aber auf jeden Fall, ja, ne, RNG-Glück gehabt und gezielt. Und ja, dann schauen wir uns mal die Endauswertung an. Also, das war ein Sieg. Alle Gegner wurden zerstört. Knapp 31.000 Credits hat er pro Route bekommen und 1.100 EP. Dann war es ein Panzer und ein Schläger. 2 Kills hat er gemacht. Und das? Basisverteidigung. Ach, guck. Okay, Verteidigungspunkte hat auch noch bekommen. Ich wusste gar nicht, dass es gekippt. Ach doch, die Gapia, der gilt hat. Stimmt, das war ein Begegnungsgefecht. Okay. Jo, von den EP war er hier Zweitbester mit 1141 Basis-EP und vom Schaden natürlich nicht so hoch. Die Artis machen ja nicht mal so viel Schaden. Da war er hier auf dem 2, 4, 5. Platz mit 1859. Ja, 16 Schuss, 6 Treffer, 6 Durchschläge, 7 Flächenschäden. Von den 1859 Damage hat er insgesamt 1730 gesniped, sozusagen, was man mit AT auch machen sollte. Nahkampf wäre da nicht so gut. Einer ist kassiert, einer ist durchgegangen. Ja, 7 Schuss, 2, ja, falsch, 7 beschädigt, 2 zerstört. Man, ich bin wieder da oben. Also 7 beschädigt, 2 zerstört, 158 Betäubungssekunden hat er gemacht, ne, also 158 Sekunden lang betäubt, nur so. Dann 1696 Betäubungsschaden hat er hier bekommen. 11 Betäubungen verursacht, 2 Verteidigungspunkte, oh ja, das ist echt komisch vorzulesen, so ungewohnt. Dann hat er hier 8900 Credits rausbekommen ohne Premium, 1141 EP, 57 freie EP. Mit Premium wären es dann wieder 15.000 mehr, wären dann, oh Gott, ich hasse Kopfrechnen, 23.000 hoffentlich, irgendwie so ungefähr, oder 24.000. Dann wären es hier dann nochmal die Hälfte drauf, wären irgendwie 500 irgendwas, also knapp 1600 ungefähr, schätze ich mal. War nochmal knapp 30 drauf, wären irgendwie 85 bis 90 oder so, glaube ich, ne? Wieder ja. Gut, dann war's mit der ersten Runde und wir gehen gleich mal in die zweite. Und in der sehen wir den T127 gespielt von King and Queen. Wir starten einmal das Gefecht. Er unterwegs mit seinem Dreier. Ist es Primo? Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Mit seinem Dreier Medium? Ne, Light ist es. Oh Gott, oh Gott. Mit seinem Dreier Light. Der Russen auf jeden Fall, das weiß ich. Unterwegs im Dreier Tour Match, also Top Tier gegen IKV 72% CS, TRV M40L und T127 und T46. In seinem Team so 76M Cruiser 4 Part 1 T127 und ein T70. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal anhalten. Vielleicht will ich erzählen, warum. So, fürs Thumbnail. Weil mit diesem Traktor ging das nämlich davor nicht. Das war ein bisschen blöd gerade. So, fertig. Gut, wir gehen in seine Sicht, machen auch hier. Ach so, so nah rangezoomt ich dazu schon. Oh Gott. Ja, wir sind auf der Karte Linien unterwegs im. Ich hab immer so klein. Im Standard-Gefecht. Und. Ja, er fällt hier erstmal Richtung Hügel, das mache ich auch immer im Bereich. Na, heute ist aber der komische Sichtweisen hier, das ist ja Ruhe. So könnte ich nicht fahren, wenn ich mein Panzer nicht sehe. Oh, den kriegt er leider nicht mehr hinter sich, hat er sein 2 irgendwo, der ist gerade auf den Hügel gefahren. Oh, was ist denn hier? Und Tauben schießen. Joa. Uiuiui, 2 zu 4, das geht schon los. Obwohl, es geht noch.
Ich hatte erst eine Runde im Neuner. Der Objektiv ist in Graz nach 2,5 Minuten 1 zu 11 gestanden. Nach 2,5 Minuten. Ich dachte mir, was zur Hölle war da los? Ich glaube, ich bringe die Runde sogar mal. Komm, das mache ich mal. Mal gucken. Oder wollt ihr sowas sehen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. So, was macht das Team? Macht er nicht Moss akkurat, aber mal gucken. Ich werde es natürlich nicht kopieren. Wir werden uns einfach mal anschauen, was das Team so angestellt hat. Dafür müsst ihr aber erstmal rausfinden, wie der Mod da ist, damit die Kamera freilegen kann. Hey. So, hier, währenddessen, während ich hier wieder am Rumlabern bin, trifft hier der gute King in Queen immer hier ein paar Panzerchen. Und hat er schon mal seinen ersten Hauptreihe der Nacht gefahren. Und ja, natürlich auch dreimal Schaden. Oh, jetzt kommt er noch von hinten. Oh, okay, der N2-Light ist natürlich verunfallt, der ist da runtergeflogen. Sollte man meistens lassen. Oh, da vorne noch ein T-127. Ein PZ-Jack 1. Also Panzerjäger 1. Der aber gleich rausgeht, der würde ich auch als nächstes rausnehmen. Der hat mich jetzt ziemlich gute Kanone. Also mehr oder weniger gut. Aber guten Durchschlag, ne? Und da ist natürlich ein Schuss am Boden gegangen. Aber hier kann er schön seinen Schaden farmen, das ist gut. 127 scheint auf AFK zu sein oder keine Ahnung, was der gerade macht, Kaffee holen. Auf jeden Fall hat sich nicht interessiert. Was macht der denn da? Oh war ja. KV, das war schon mal eine Glanzleistung gerade. Naja, der ist erstmal da unten, keine Gefahr mehr. Das mal zurück zur Base, denn da sind nicht gerade, da sind gerade ein paar, oder? Ne, fährt da doch runter. Oh je. Gibt es ein Level 2? Game ist schon hoch. Ah, der Ika wohnt sich. Oh Gott. Jetzt hier aufs Wall gelegt. Kann man machen. Wieso Cheaters? Eigentlich gibt es ja ziemlich wenig Cheater in BOT, zumindest habe ich bis jetzt noch keinen erlebt irgendwie. Ach du Scheiße. Ja, Auto-Aim beim Panzer 1C auf Entfernung ist natürlich ein bisschen schwierig. Das ist auch leer, die Sau. Ha. Welch ist er? Zack. 10 zu 14 läuft er super. 5 Kills, einen braucht er noch für den Leisure. Danach gibt es auf Stufe 2 leider keine Medaillen mehr. Also, Red Revolters, Pool und noch eine danach. Ich glaube, es gibt noch eine bei 12 Kills oder bei 14. Ich glaube, es gibt noch eine. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es die danach alle nicht. Die sind erst ab Stufe 4 oder so, 5 oder so. Werbung. Ja, da ist der V. Hat wohl keinen ganz so schlechten Durchschlag, wie es aussieht. Ja, der sollte besser wegfahren. Ja, wie gesagt, 6er Killkrieger hat er hier in der Tasche. Wie schnell der ist, der V schießt, ne? Das ist echt übel. Hat er leider nicht getroffen, jetzt cappen sie aber langsam und ich kann schon mal verraten, das wird noch zum Verhängnis. Ja, komm raus, Stutzwagen. Zack, welch bist du, mein Freund? So schnell geht das. 7. Kill, jetzt schnell zur Base, eine Minute noch. Uiuiuiui. Wenn es ein Zweiter dazu kommt, wird es echt schwierig. Obwohl es so auch schon schwierig genug ist. Oh ja, jetzt ist er noch hier, jetzt ist er noch aufgehalten. Was macht der denn da unten? Oh, der juckt sich gar nicht, der steht jetzt da. Was macht der denn? Hey, der ist doch gerade noch rumgefahren, oder? Hat sich doch gerade noch bewegt, jetzt wurde beschossen, wird auf einmal nicht mehr. Okay. 28 Sekunden, das wird jetzt echt übel knapp. Und ich kann euch schon mal verraten, das wird nichts mehr. Leider. Aber Chancen dazu ändern. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Schaden er gemacht hat, aber ich glaube, das kommt wirklich dazu. Ich habe nämlich gerade schon die Endcard aufgenommen. Wo ich gerade schon mit anderen dabei war. Ja.
Haben wir eigene Basis verloren. Schade. 13 zu 14, also hätte es noch schaffen können gegen L60 und T2 Lite, denke ich mal, bestimmt. Und 2-2er hätte er, glaube ich, schaffen können. Aber leider haben sie durchgekappt. Aber dafür 8 Kills, 10.300 W8, 1.300 Schaden, 522 geblockt. Ja, 0 unterstützt, aber ist ja auch wurscht. Hallo, 1.300 Schaden im Dreier, ist das für dich ordentliche Leistung. Und ja, auf jeden Fall Session gespielt. Wir haben Captain vielleicht ein bisschen zu spät gesehen oder ein bisschen zu spät losgefahren. Er ist erst da runtergefahren, da oben. Also, ne? Hier ist er erst runtergefahren, den wegzunehmen und dann ist er außen rum. Also ich wäre, glaube ich, gleich darunter. Aber ja, kann man natürlich vorher nicht wissen, dass es dann so lange dauert. Und ja, ne, sonst hätte ich schon gespielt und wir sehen uns dann gleich in der Elderswertung. So, das war leider eine Niederlage. Die Basis wurde eingenommen. Er hat hier 22.000 Credits herausbekommen, brutto, und 1.189 EP. Dann war es ein Panzer, ein Bombensicher, ein Duelland, ein Wirkungsfeuer-Einschläger, ein Nervenausstrahl, ein Krieger und ein Großkaliber. 8 Kills gemacht, sehr schön. War hier vom Schaden auf Platz 1 mit 1.283 und von LP auch auf Platz 1 mit 747. 52 Schuss, 36 Treffer, 32 sind durchgegangen, war eine Trefferquote von 69% knapp. Ja, ne, Gesamtschaden, wie gesagt, 1.283. 63 jetzt quasiert, 13 sind durch, 50 sind abgeprallt, 522 Block Damage. Zwei Gegner gespottet, 10 beschädigt, 8 zerstört. Ohne Premium knapp 700 Credits rausbekommen, 1.900 EP, 59 frei EP. Mit Premium, oh, war ja verrückt, ich weiß gar nicht, was man da bekommt. Wir machen einfach mal hier nochmal 10.000 dazu. Ja, wir haben 10.700. 40 mal, oder? Das bleibt alles gleich. Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, was für tapfere Gegner gab es dann auch mehr, aber bei Premium, keine Ahnung. Also irgendwie zwischen 10 und 11 oder 12.000 wird es gewesen sein. Dann EP wären es, ach Gott, wieder tapfere Gegner wäre, ich glaub's nicht. Nochmal 300 irgendwas dazu. Bonus für Premium-Fahrzeuge ist, glaube ich, auch gleich, ich weiß gerade gar nicht. Also, ne, 2.200 bis 2.500 oder so, kommt auch an, ob da noch was dazu kommt, keine Ahnung. Dann hier 37 EP, das wären dann nochmal 20, das ungefähr wäre irgendwie 50. 40 mal, also nochmal, ja, nochmal 20 dazu, 70. Ja, knapp 70, denke ich mal. 70 bis 80 frei EP. Das ist immer schwierig mit der tapferen Gegend, weil ich weiß nicht, ob es da bei Premium mehr gibt. Ja, ne, aber wir wissen es ungefähr. Gut, dann war es mit der zweiten Runde und damit auch mit dieser Folge. Ich bin auch bei euch wie immer fürs Zuschauen. Schreibt mir Kommentare, wie es euch gefallen hat und natürlich auch, was ich verbessern kann. Daumen und Abo wäre mir natürlich wie immer super und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne über meinen Partner Instant Gaming machen oder bitte im Stream. Link zu beiden unten in der Videobeschreibung, genau wie der Link zu meinem Modpack, das ich verwende, ProMods. Da findet ihr alle Links unten auch zu meinem Twitch-Kanal, der aber momentan ziemlich inaktiv ist, weil ich, wenn ich Stream eigentlich auf YouTube mache. Naja, auf jeden Fall ist er auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, ne, wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann bis zum nächsten Mal.